Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und auf meinem Kanal findest du Tipps und Tricks rund um das wohl schönste Hobby der Welt. Und in diesem Video möchte ich mal das Phänomen erklären, warum man beim Nähen mit der Nähmaschine manchmal 3 oder sogar 4 Fäden hat. Viel Spaß! Im Laufe der Zeit lernt man seine Nähmaschine ja immer besser kennen und man entwickelt eine gewisse Nähroutine, sodass man viele Sachen völlig automatisch macht. Deswegen muss ich regelmäßig, insbesondere in den Anfänger-Nähkursen, doch ein bisschen schmunzeln über die eine oder andere Frage, weil ich mir zu diesem Thema überhaupt gar keine Gedanken mehr mache. Und relativ häufig kommt tatsächlich die Frage, warum habe ich jetzt an meiner Nähmaschine plötzlich 3 Fäden oder manchmal sind es auch 4 Fäden? Und dieses magische Fadenproblem werde ich in diesem Video gleich mal ein bisschen näher durchleuchten und zeigen, wie es entsteht und vor allem auch, was du dagegen tun kannst. Und wenn dir das Video jetzt schon gefällt, freue ich mich, wenn du mir das Ganze mit einem Daumen hoch zeigst. Und wenn dir insgesamt gefällt, was du hier auf meinem Kanal siehst, freue ich mich wie immer auch über ein Abo, was du hier kostenlos abschließen kannst. Und dann am besten auch noch das Glöckchen aktivieren, damit du nicht verpasst, wenn wieder das nächste Video hochgeladen wird. Aber jetzt geht es erstmal zum magischen Fadenproblem. Zum Nähen mit der Nähmaschine hat man 2 Fäden, einmal hier den Unterfaden in Grau und einmal den Oberfaden in Rot. Und dann nähe ich meine Naht, komme irgendwann am Ende auch an. Und bei mechanischen Maschinen ist es so, dass ich selber dafür sorgen muss, dass die Nadel oben ist, damit ich das Ganze rausziehen kann. Hier ist die Nadel schön weit oben, ich kann also den Nähfuß heben und da habe ich schon das Problem. Ich kann meinen Stoff gar nicht schön locker zur Seite ziehen und habe hier plötzlich in diesem Fall jetzt sogar 4 Fäden. Manchmal sind es auch 3. Und der Grund dafür ist, dass die Maschine den Faden noch nicht freigegeben hat. Hier muss ich also dann ein kleines bisschen am Handrad drehen, sodass die Nadel oben einmal quasi über dem Berg schon wieder auf dem Weg nach unten ist. Und hier kann man es genau sehen. Hier lässt dann die Maschine den Faden frei. Hier nochmal in der Wiederholung. Zack. Und wie man sieht, ist das hier jetzt der Oberfaden, der irgendwo in der Maschine festgehangen hat. Und jetzt kann ich an dem Faden ein bisschen ziehen, damit die Naht auch nach wie vor gesichert ist. Das Ganze lässt sich jetzt auch viel bequemer zur Seite rausziehen und dann am Ende abschneiden. Ab jetzt also nie wieder den Stoff mit Gewalt aus der Maschine rausreißen, sondern einfach am Handrad drehen, sodass die Nadel oben einmal über dem Berg ist. Und damit schonst du nicht nur die Naht, die du gerade genäht hast, du verhinderst auch, dass du die Fäden abreißt und möglicherweise neu einfädeln musst, dass durch das Ziehen sich die Nadel verbiegt und möglicherweise beim nächsten Mal dann abbricht. Und insgesamt dankt es dir auch deine Maschine, wenn du sie ein bisschen pfleglicher behandelst. Bis zum nächsten Video, wünsche ich dir alles Gute. Ciao!